Herzlich willkommen in Hürth Bärenrad. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe da gerade gehört, hier sei der Hund begraben. Das ist aber nicht so. Hier ist richtig was los und es gibt einen Grund, jetzt nochmal nach Hürth Bärenrad zu kommen, denn das Berli-Theater hier im Hintergrund, das ist ein Schmuckkästchen aus den 50er Jahren und es ist immer noch Kinobetrieb. Dort werden die aktuellen Filme gespielt, die man so kennt, die werden auch irgendwo anders gespielt, aber hier ist es was ganz Besonderes, weil man dann nämlich in diesen alten Sesseln sitzt aus den 50er Jahren. Und jetzt gibt es noch einen Grund, hier hinzukommen, denn es gibt Filme, die vergisst man nicht. Das ist zum einen hier dieser Titanic-Schnulzenfilm, der viel zu lang ist, aber es gibt auch deutsche Klassiker, die sich irgendwie auf die Netzhaut eingebrannt haben. Und einer, ein ganz besonderer Film, der feiert 10 Jahre Geburtstag dieses Jahr, der wird hier rauf und runter gezeigt, dem nächsten ganz besonderes Event. Und wenn Sie mitraten möchten, welcher Film das ist, dann fangen Sie mal an zu raten. Spitzen Sie die Ohren, es gibt jetzt ein Zitat aus dem Film, einfach mal zuhören. Was hätte ich für dieses Fahrzeug zu investieren? Ja, das weiß ich nicht. Herzlich willkommen, Ralf Richter. Hi. Hi. Du bist, wahrscheinlich hattest du mir erraten, Mr. Hauptdarsteller aus diesem Film. Aber Bang, Boom, Bang. Wissen, dass jetzt, so schnell kann da überhaupt niemand angerufen haben jetzt. Erraten Sie es, rufen Sie an. Die sollen doch auch nicht raten. Ja, okay. Es gibt doch eh nichts zu gewinnen. Bei uns ist noch Center TV, noch ein kleiner Sender, weißt du. Aber hier, guck mal, ich habe die DVD mitgebracht. Schön, danke schön. Bang, Boom, Bang, Knaller. Peter Torwart Film aus der Unna-Trilogie Teil 1. Richtig? Ja, ist Teil 1, genau. Und warum wird er jetzt hier in Bärenrad gespielt? Weil jetzt eben 10 Jahre das Ganze her ist. War jetzt vor ein paar Wochen in Bochum im UCI-Kino die 10-Jahres-Feier. Da waren also 6.000 Leute da. Ne? Da waren auch Leute da, die von vornherein schon wussten, dass sie da gar nicht mehr reinkommen. Die wollten einfach nur draußen so yo, rumgrölen und ein paar Zitate rufen. Also das war schon, naja, laut und charmant war es. Ne, ja? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, das können wir doch hier auch mal machen. Denn das ist einfach hier so ein richtig schönes 50er-Jahre-Kino. Hier spielen sie sogar noch von Zeit zu Zeit hier Quatsch. Stummfilm hast du gesagt. Metropolis mit Klavier, steht ja unten noch, mit Klavierbegleitung und Klarinette und so. Und da passen wir, glaube ich, ganz gut rein. Genau. Und damit auch viele Leute kommen und sich das angucken, wenn hier das Special gestartet wird, musst du jetzt reingehen und der örtlichen Presse ein bisschen Fakten liefern. Geh doch schon mal vor, wir kommen sofort nach. Ja, danke schön. Bis gleich. Also, Freunde, Bang Boom Bang sollte man kennen. Wer es nicht kennt, dem können wir gerne mal einen kleinen Ausschnitt gönnen. Und Ralf Richter ist hier. Ist der geil? Ist der geil? Junge, ich sag dir, da trittst du nur einmal ganz vorsichtig aufs Gas und bang, hast du die Schallmauer gebrochen. Und dann ist sie mir eine Rolle. Man kann mal dieses Modell fahren oder mal jenes. Ein sportliches oder ein Oldtimer, kannst ja mal ein Fahrzeug ausleihen, scheißegal. Oder vielleicht benötigt man ja auch mal einen kleinen Bus. Ist in dieser Nacht aus der Strafvollzugsanstalt Dortmund ausgebrochen. Karl-Heinz Grabowski ist gewalttätig. Kurz vor seiner Flucht. Vor 10 Jahren eroberte Bang Boom Bang die deutschen Kinos und gewann sogleich eine riesige Fangemeinde. Zitate aus dem Film sind mittlerweile Kult. Alles auf Fuß. Die geniale Besetzung, eine irrwitzige Story und nicht zuletzt die Arbeit des damaligen Nachwuchsregisseurs Peter Torwart haben deutsche Filmgeschichte geschrieben. Gibt's ein Blutbad? Entschuldigung, könnt ihr mal kurz unterbrechen? Hey, was soll das? Wir sind hier mitten in der Aufnahme. Ja, tut mir leid, aber ich muss dringend Frankie sprechen. Ist der hier? 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Bin ich da auch drauf? Nee. Sag nichts, guck ihn dir an, ne? Guck's dir an. Ich bin der Geilste, glaub's mir. Im Jubiläumsjahr wird im Berli-Kino in Hürth Bärenrad erneut zu Bang Boom Bang eingeladen. Nicht unschuldig daran ist Ralf Richter, der heute die Werbetrommel für das große Kinoereignis rührt. Die Lokalpresse hat da noch ein paar Fragen. Ralf und sein Orga-Team stehen geduldig Rede und Antwort. Genau der richtige Zeitpunkt, um zu erklären, was eigentlich die Unna-Trilogie ist. 1999 kam Bang Boom Bang in die Kinos und schlug ein wie eine Granate. Peter Torwarts Erstlingswerk folgte 2002, was nicht passt, wird passend gemacht. Was nicht passt, ne? Das wird passend gemacht. Wir bekommen genug Spendengelder für unser 2006 kam Teil 3 der Trilogie Goldene Zeiten in die Kinos. Alle drei Filme spielen im westfälischen Unna, beziehungsweise im Ruhrpott. Daher der Name Unna-Trilogie. Alles klar?
Während der Kinonacht im Berli-Theater werden die ersten beiden Teile der Trilogie im Wechsel gezeigt. 12 Stunden. Echte Gefühle. Wie Frankie sagen würde. So, ich hoffe, wir haben schon ein bisschen Appetit gemacht auf Filme mit Ralf Richter. Jetzt sitzt er hier. Da musstet ihr ja ganz schön viel Presse informieren hier, damit auch viele Menschen kommen. Wie viele kommen überhaupt? Also hier gehen 200 Leute rein. Ne? Wenn man das 6-mal macht, dann sind es 1200. Da gehe ich mal von aus, vielleicht wenigstens 200 davon sind welche, die sich mindestens 2 Filme anschauen. Ne? Vielleicht sind noch ein paar da, die ganze Zeit drin bleiben wollen. Also ist nicht so ein Problem, das voll zu kriegen. Was ist eigentlich eine Lieblingsstelle im Bang Boom Bang? Ja, meine Lieblingsstelle ist eigentlich so, also so ein bisschen die Steigerung dessen, wie dem Schlucke alles über den Kopf wächst. Martin Semmelrogge, ja, ne? Arme Schlucke. Ja. Sehr guter Freund von mir. Und da habe ich auch lange für gekämpft. Erst mit ihm, dass er das Angebot, also das Buch liest, und dann mit der Produktion, die schon an einer anderen Besetzung eigentlich so ein bisschen dran waren. Und das ist wirklich die Top-Besetzung für den Film, ne, der Martin. Ja? Guck mal rein, Schlucke, der arme Kerl. Danke. Pass mal auf, Schlucke. Du musst mir mal einen Gefallen tun. Ich gebe da morgen in meiner Kellerbar so eine kleine Party für die Jungs vom Verein. Und ich möchte, dass du währenddessen hier einbrichst und ein bisschen was durcheinander machst. Also, Hoftor aufbrechen, Tür aufhebeln, das Rolltor von der Halle hochfahren und so weiter. Ja, aber warum soll ich in unserer Firma einbrechen? Wir wollen die Versicherung bescheißen. So können wir zweimal kassieren. Einmal das Geld von den Tschuchen und dann noch das von der Versicherung. Lucke, der Deal ist nicht ganz legal, verstehst du? Du brauchst bloß den Wagen hier zurückfahren. Das ist alles, was du wissen musst, klar? Sonst schön die Schnauze halten, klar? Du weißt doch, wie sowas ist. Bin ja gerade selbst was am Plan dran. Ein todsicheres Ding. Jetzt erzähl mal hier keine Storys hier. Du bist ja gerade was am Plan dran. Ja, so einen kleinen Bruch. Eine Firma. Habe ich genau ausgetüftelt. Das wird schon ganz lustig werden, ja. So, ich würde sagen, wir haben alles erzählt. Wer sich schlau machen möchte, bangboomberli.de, da steht alles. Vorverkauf gibt's an der Kasse, hier kann man auch noch Karten kriegen. Ich würde sagen, man sollte sich vielleicht auf den späteren Abend verlagern. Es geht ja wirklich 12 Stunden lang nur dieselben Filme. Irgendwann kommt man rein. Ralf, danke. Dank dir, Steffen. Wir müssen jetzt, glaube ich, auch hier rausgehen. Und ich habe übrigens eine Lieblingsszene bei Was nicht passt. Gucken Sie sich die mal an. Abgehoben. Ey, finde ich das in Ordnung? Hast du immer noch nicht genug? Komm. Ich finde das völlig in Ordnung für euch. Ihr könnt mir doch nicht einfach hier auf den Schnauze hauen. Aber tickst du nicht mehr richtig? Willst du noch einen oder was? Nee, ihr tickt nicht ganz richtig. Ihr kennt mich doch überhaupt nicht. Es gibt überall Kriege, weil sich Leute gegenseitig einen auf den Schnauze hauen. Ist doch scheiße, oder? Das ist voll wie eine Wanne. Das bin ich nicht. Was willst du? Ich will einfach nur, dass ihr sagt, dass das scheiße war von euch. Komm, lass den Wichser. Ihr führt euch jetzt total cool, ne? Ey! Lass den Idioten. Habt ihr mal Feuer? Komm. Ihr Spassewacken! Wo bleibst du? Wer war denn schon? Was ist los? Wer war das? Wer war das, Philipp? War der das? Warte mal fest. So, bitte. Macht's gut. Kann erstmal abschließen, Horst. Du musst auf das Kino aufpassen, dass am 21. das auch noch so steht. Aber das kriegst du hin, ne? Das krieg ich hin, ganz genau. Mach zu, den Laden. Macht's gut. Ne? Ja, tschüss, danke. Tschüss. Ralf, wir haben jetzt einiges gesehen. Ausschnitte. Können Sie sich also freuen. Es wird noch besser als in diesen Ausschnitten. Und ich denke, du bist gut vorbereitet. Was bringst du alles mit? Ein paar Eddings, denke ich, zum Autogramme geben? Ja, Spaten, Zirkelkasten, das volle Programm. Alles dabei. Danke dir. Danke euch. Also, 21.11. Tschüss. Tschüss.